Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir ein Terrarium und zwar für Leopardgeckos. Hier kann man schon sehen, dass ich aus den Holzresten, die ich bekommen habe, eine Form vorbereitet habe für das Terrarium. Die Breite des Terrariums wird 1,60 Meter betragen, die Höhe ca. 70 cm und die Tiefe 60 cm. Im vorderen Bereich habe ich drei größere Lüftungsschlitze angebracht und im hinteren Bereich des Terrariums oben drei größere Lüftungsschlitze. So haben wir einen Kamineffekt im Terrarium. Das ist gut für die Belüftung bei Leopardgeckos. Der Innenausbau des Terrariums wird mit Styropor und Bauschaum gemacht. Dafür habe ich jetzt erstmal die Grundplatte bei dem Terrarium unten angebracht mit einem ungiftigen Silikon. Da müsst ihr euch immer so ein bisschen erkundigen. Das ist in der Regel durch blaue Engel zum Beispiel markiert. In meinem Fall habe ich aber Aquariensilikon verwendet, der nicht ausdampft. In der Mitte des Terrariums sind Fliesen geplant. Dort werden wir so ein bisschen so einen Tempel bauen, wo ich den Ganesh reinsetzen werde. Den habe ich mal von irgendeinem anderen Terrarium mir noch verwahrt. Der soll auf so einem kleinen Podest stehen, das soll leicht erhöht werden. Dafür habe ich die Styroporplatten genauso geschnitten, dass die Fliesen quasi drauf passen, sodass ich die Fliesen nicht bearbeiten muss und einfach quasi ein Podest bauen kann mit einer kleinen Stufe, wo es aufgeht. Die Fliesen findet ihr in der Regel auf Amazon oder an jedem Baumarkt. In meinem Fall habe ich jetzt irgendeinen Restposten gekauft, den habe ich insgesamt für 10 Euro bekommen, also ein Top-Angebot. Die Styroporplatten kriegt man ebenfalls in jedem Baumarkt oder auch auf Amazon. Außerdem braucht ihr noch einen Bleistift und eventuell ein Lineal oder irgendetwas Gerades, womit ihr Linien ziehen könnt. Ein Cuttermesser braucht ihr, um das Styropor noch zu schneiden. Ansonsten gehen auch irgendwelche anderen Messer. Da das aus Styropor ist und man in der Regel immer ein bisschen mehr hat, kann man natürlich ein bisschen ausprobieren. Ich habe hier ziemlich viel hin und her gelegt mit den Fliesen und den Podesten und den Stufen und geguckt, was eben am besten schaut, sodass ich halt die Fliesen nicht bearbeiten muss. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen an der Stelle, dass ich natürlich das Terrarium so artgerecht wie möglich baue. Aber wenn man jetzt natürlich Fliesen sieht und einen Ganesh und einen kleinen Tempel, das kommt in der Natur nicht vor. Letztendlich könnt ihr euch aber daran inspirieren, wie man ein Terrarium bauen kann. Aber Fliesen werden grundsätzlich häufig benutzt, weil die relativ einfach zu reinigen sind und eine harte Oberfläche haben. Das ist ebenfalls für Leopardgeckos ganz gut. Natürlich nicht das Naturnächste, aber das verhindert ein Durchknicken der Gelenke und sowas. Wenn der Boden jetzt ganz weich ist, wie loser Sand zum Beispiel, dann treten immer die Gelenke durch und da ist Verschluckungsgefahr und dann kriegen die einen Darmverschluss und sowas durch scharfkantigen Sand. Sowas vermeidet man natürlich mit solchen Fliesen oder eben mit einem anderen harten Bodengrund. In meinem Fall werde ich jetzt in der Mitte eben Fliesen verwenden und links und rechts kommt ein Sand zum Einsatz. Aber das ist ein Sand von Exoterra, Desert Stone, zeige ich euch später auf jeden Fall. Der wird ziemlich hart. Also auch naturnaher Boden. Für den Aufbau des Tempels hat sich natürlich Styropor geeignet, dadurch, dass es immer sehr gerade Formen sind, also sehr schwierig mit Bauschaum zu machen. Nachdem ich damit fertig war, habe ich mit Bauschaum die Rückwand angefangen zu machen. Natürlich, wenn man in der Vertikalen mit Bauschaum arbeitet, muss man gucken, dass man es immer so ein bisschen stützt. Das kann man unter anderem mit Styroporresten oder ähnlichem machen. Damit kriegt man das Ganze ans Halten. Ansonsten fällt der Bauschaum auch gerne mal runter. Hier habe ich auch noch relativ große Styroporplatten eingesetzt, das sind gleichzeitig auch schon die Etagen. In diese Etagen werde ich später nämlich noch Quetschspalten einbauen. Und denkt übrigens daran, wenn ihr mit Bauschaum oder ähnlichem arbeitet, dass ihr alle Schutzmaßnahmen vornehmt, die man vornehmen muss, nicht wie ich hier ohne Handschuhe. Das ist natürlich ziemlich blöd und das klebt extrem das Zeug. Hier kann man sehen, wie es andauernd runtergefallen ist. Das bedeutet, ich habe es wirklich mit Styropor überall aufgestützt und dann mehrere Schichten gemacht. Das heißt, erst wenn das andere fest war, wieder darüber gearbeitet. Ansonsten hat man nämlich ein Problem, wenn das zum Beispiel 30 cm dick direkt auf einmal gemacht wird, dann entstehen innerhalb dieser Masse nachher super harte Stellen. Das heißt, die kann man nicht mehr gut mit einem Messer oder ähnlichem bearbeiten. Das heißt, es ist extrem ätzend. Links und rechts von meinem Tempel wollte ich auf jeden Fall irgendwas mit Holz arbeiten. Dafür habe ich mir so Wurzeln in einem Tierladen gekauft, relativ große, die ich dann noch bei Bedarf wirklich zusägen kann. Nachdem ich so meine Position für das Holz gefunden habe, breche ich wieder hier die lockeren Ecken von dem Bauschaum raus. Da will ich das Holz einlassen. Später werde ich es auch noch mit Styropor fixieren. Aus den anderen Holzresten, die ich da ausgesägt habe, mache ich noch so ein bisschen Wurzelstruktur in die Wand, die wird auch damit eingearbeitet. Im Idealfall klebt ihr natürlich, bevor ihr noch weiter mit Bauschaum oder anderen Sachen arbeitet, das Holz, was irgendwie rausguckt und weiter rausgucken soll, mit irgendeiner Folie ab oder sowas. Ich war jetzt hier ein bisschen faul und habe es, wenn ich ehrlich bin, vergessen. War nachher viel Arbeit, das wieder freizukratzen, deswegen würde ich es auf jeden Fall abkleben. So habe ich es nun hier positioniert, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut.
Im oberen Bereich sollen auf jeden Fall noch die Tiere hinter den Wurzeln durchlaufen können. Wenn also das Ganze steht, können wir ein bisschen schon anfangen mit den Fliesen hier zu arbeiten. Dafür habe ich nochmal einen Flexikleber genommen, das kriegt man auch in jedem Baumarkt. Das ist flexibler Fliesenkleber quasi, der ist ein bisschen dehnbar bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, damit kann man gut auf Styropor arbeiten. Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, wie viel ich benutzt habe, aber ich bin bei ca. 20 Kilo gewesen. Also damit sollte man ungefähr dahin kommen. Mit dem Flexikleber werde ich auch danach noch die ganze Wand bestreichen, aber erstmal jetzt hier für die Fliesen. Zum Fugen wird es übrigens danach auch noch verwendet. Wenn die Fliesen auf dem Flexikleber befestigt werden, habe ich außerdem immer ein längeres, wirklich gerade geschnittenes Holzstück gehabt, womit ich es wirklich so plan gemacht habe, sage ich mal, so dass keine Spitzen mehr rausgucken. Im Idealfall deckt ihr die Fliesen natürlich auch immer ab, bevor ihr mit anderen Sachen arbeitet. Jetzt, nachdem quasi die Fliesen fertig sind, habe ich die rechte Wurzel erst montiert, weil die so ein bisschen in die Fliesen reinragen sollte. Dafür befestige ich jetzt auch die Wurzel überall, also das heißt unten an allen Teilen, die den Boden berühren. An den mittleren Ebenen werden die Wurzeln ebenfalls fixiert. Dadurch schaffe ich eine ziemlich coole Optik, finde ich auf jeden Fall, und die Etagen sind zusätzlich nochmal was gesichert. Um auch noch was PU-Schaum zu sparen, kann man natürlich auch immer noch die abgeschnittenen Reste oder abgebrochenen Reste damit irgendwie reinquetschen. Insgesamt habe ich, glaube ich, 9 Pullen PU-Schaum gebraucht, also Dosen. Grundsätzlich muss man natürlich keine Wurzel irgendwie fest mit einbauen. Ich fand es jetzt für die Optik cool, es ist natürlich auch ein bisschen komplizierter später zu reinigen und ein bisschen da drin zu handeln, aber es ist mir wert. Viele sagen natürlich auch, dass man irgendwelche Materialien aus der Natur nehmen kann als Holz. Das kann man auf jeden Fall machen. Natürlich muss man sicherstellen, dass es wirklich richtig ausgetrocknet ist oder beziehungsweise ausbacken. Irgendwie bei einer bestimmten Temperatur. Dafür müsst ihr euch bei irgendwelchen Leopardgecko-wissenschaftlichen Seiten, sage ich jetzt mal, erkundigen, die wirklich da gute Tipps geben. Das habe ich auch gemacht. Aber ich bin hier nur, ein Video für euch zu machen, woran ihr euch wirklich ein bisschen inspirieren könnt. Und versuche euch so viele Infos wie möglich zu geben, aber natürlich müsst ihr euch wirklich richtig erkundigen, wenn ihr ein Tier halten wollt oder irgendein Terrarium baut. Das ist keine pauschale Anleitung für nichts und man muss wirklich selber schauen. Jetzt können wir anfangen, nachdem alles wirklich getrocknet ist und die Äste schön eingebaut sind, eine Steinoptik in die Styropor- und in die Bauschaumoberflächen reinzuschnitzen. Dafür kann man ein langes Messer nehmen, habe ich zum Beispiel hier gemacht, um wirklich noch viele Quetschspalten in die Rückwand einzubauen. Desto mehr Quetschspalten ihr drin habt, desto wohler werden sich eure Tiere fühlen. Natürlich liegt jede Quetschspalte so ein bisschen in einer anderen Temperaturzone später und jedes Tier ist da so ein bisschen anders. Die Quetschspalten sind bei mir jetzt ca. 2, 3, 4 cm. Das ist natürlich immer unterschiedlich, aber zu schmal dürfen sie auf jeden Fall nicht sein, weil ja noch auf die Schichten hier Fliesenkleber draufkommt. Das bedeutet, ihr solltet wirklich 3 cm, 4 cm Quetschspalten machen, damit eure Tiere sich da irgendwie schön reinlegen können. Außerdem müssen sie natürlich auch eine bestimmte Tiefe nach hinten haben, also das heißt eine Höhe und eine Tiefe. Und die Tiefe muss auch schon wirklich ein gewisses Maß betragen, damit die Tiere sich da reinquetschen können. Wenn das jetzt nur 1 cm nach Tiefe in die Rückwand geht, dann ist es natürlich viel zu wenig. Das muss schon schön tief sein. Durch die ganzen Ebenen und die Quetschspalten in den Ebenen habe ich auf jeden Fall auch psychologisch für das Tier was Gutes getan. Vor allem, wenn da mehrere Tiere drin sind, denn theoretisch sind es Einzelgänger in der Natur. Wenn aber mehrere Ebenen da sind, sodass wirklich absoluter Blickkontakt vermieden werden kann, dann ist es auf jeden Fall ein super Vorteil für die Tiere, sodass sie wirklich mehr Ruhe haben. Bei dem Schnitzen von dem Bauschaum müssen wir gar nicht allzu fein sein. Die wirkliche Steinstruktur bringen wir später ein, wenn wir da Fliesenkleber drauf tun. Jetzt braucht man quasi wirklich nur eine grobe Form und alle Wege müssen gemacht werden. Ich habe hier zum Beispiel überall Löcher gemacht, damit hier die Etagen wechseln können und auch die Ebenen rechts und links, die vom Tempel getrennt sind, mit Wegen versehen, sodass sie eben unten auf dem Boden, in der mittleren Ebene und ganz oben quasi die Seiten des Terrariums wechseln können. Worauf ich auch noch geachtet habe, ist, dass ich unten auf dem Boden genug Platz habe, um verschiedene Sachen noch unterzubringen, wie zum Beispiel Wetboxen, normale Hüllen, Getränkeschalen, Calciumschale und alles, was man sonst noch da an Deko zutun kann. Und Versteckhüllen natürlich, nicht nur Deko. Weil Leopardgeckos mögen es gerne unordentlich, sodass sie sich immer gut verstecken können. Vor der Lüftung habe ich natürlich auch noch darauf geachtet, dass ich genug Höhe habe, um da wirklich noch Bodengrund reinzubringen. Da habe ich mir jetzt erstmal einen 25 Kilo Sack gekauft, da bin ich gespannt, ob ich mit hinkomme.
bin mit dem Terrarium noch nicht ganz fertig, aber ich habe jetzt schon mal den ersten Teil von dem Video für euch gedreht, damit ihr euch das auf jeden Fall angucken könnt und ein bisschen inspirieren könnt. Falls ihr Fragen habt, natürlich gerne in die Kommis damit. Ich denke mal, insgesamt werden es 2 oder 3 Teile werden. Ich glaube, das Video hier wird ungefähr jetzt so 14 Minuten lang. Deswegen wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht zu lange machen. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie es euch gefällt von der Länge her. Ich habe es natürlich jetzt auch ziemlich ausführlich gemacht, so dass man wirklich angucken kann, was ich gemacht habe und es auch nachvollziehen kann, falls man es selber anwenden möchte. Natürlich, nachdem man sich erst auf irgendeiner guten Website und in Literatur belesen hat. Übrigens zum Thema Bauschaum. Ich hatte verschiedene Bauschäume, das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, grün, blau, weiß, gelb. Lustigerweise ist zum Arbeiten im Terrarium der billigste Bauschaum der beste gewesen, weil der irgendwie weicher war als die anderen. Das bedeutet, da konnte ich einfach schneiden und mit den Fingern rausholen und bei den anderen war es schon echt anstrengend. Da musste ich echt eine Zange verwenden, um da die Bauschaumreste irgendwie rauszukriegen. Den Aufbau in der Mitte habe ich noch ein bisschen verfeinert. Man hat natürlich die Möglichkeit mit dem Flexikleber da ein bisschen was mit Strukturen und sowas zu machen, aber sehr viel kann man natürlich nicht mitmachen. Das bedeutet, auch mit Styropor kann man hier noch ein paar Förmchen machen, wie zum Beispiel so ein Geländer, Podeste für so löwenartige Tierchen und unten an den Seiten für irgendwelche zusätzlichen Deko-Elemente, die die Säule schützen sollen. Ich hatte ursprünglich vor, das Ganze noch so ein bisschen feiner zu schnibbeln. Ich hatte aber zu der Zeit, als ich das gemacht habe oder den ersten Teil davon gemacht habe, ein bisschen Zeitdruck und musste mich beeilen. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Es gefällt mir auf jeden Fall so schon ganz gut. Oben habe ich noch ein paar einzelne Steinchen hingelegt, damit das so ausschaut, als wenn da irgendwas zusammengebrochen wäre. Aber das Styropor oder alle Elemente, die da sind, habe ich zusätzlich wirklich noch mit dem Silikon und den Zahnstochern zusammen fixiert, sodass es auch echt stabil ist. Später wird es nochmal stabiler, wenn der Flexikleber draufkommt, aber trotzdem sollte man es mit Silikon und Zahnstochern und allem, was man so hat und Bauschaum natürlich, schön fixieren, sodass alles fest ist. Hier kann man jetzt gut sehen, dass eigentlich jede Ebene über alle möglichen Wege zu erreichen ist. Das heißt, die Tiere können hier schön über die Mitte gehen. Hier sieht man nochmal unten drunter, dass auch die Etagen weit über die anderen ragen, sodass auch, wenn man da noch weitere Hölzer oder Korkrohren vorlegt, dass sich die Geckos dahinter verstecken können. Hier kann man auch noch sehen, dass ich vorne links und rechts von den Fliesen so eine kleine Aufmauerung gemacht habe. Dagegen wird der Bodengrund vom Terrarium noch laufen. Das bedeutet, da ist auch nochmal so ein bisschen Höhe drin und diese Trennung fand ich eigentlich optisch auch ziemlich cool. Zusätzlich habe ich auf jeden Fall hier noch überall drauf geachtet, dass eine gewisse Fallhöhe nicht überschritten wird. Leopardgeckos, beziehungsweise die ich habe sie noch in einem anderen Terrarium, die klettern schon mal recht gerne, aber ich sag mal vorsichtig, dass sie ein bisschen unbegabt sind im Klettern. Das bedeutet, hier habe ich geschaut, dass die Tiere nicht tiefer fallen können als 30 cm. Das bedeutet, die Ebenen habe ich oben etwas weniger breit gemacht oder weniger tief gemacht. Und im mittleren Bereich noch was weiter, so dass eben nur der Fall von der oberen Ebene auf die mittlere Ebene und von der mittleren Ebene auf den Boden möglich ist. Das ist noch relativ wichtig. Die Lüftungsgitter, die hier oben noch zu sehen sind, die habe ich übrigens nochmal mit einem Draht dahinter präpariert, damit das Ausbrechen von Futtertieren da auf jeden Fall unterbunden wird. Ich würde am Ende der Videoreihe, also 2 oder 3 Videos, wie eben schon gesagt, auf jeden Fall nochmal so eine Zusammenfassung von allem machen. Und dann würde ich auch, falls ihr bis dahin Fragen habt, die auch irgendwie mit aufnehmen und so meinerseits beantworten oder auf irgendwas hinweisen, wo ich bestimmte Informationen her habe. Okay, damit wären wir am Ende des ersten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert gerne den Kanal. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da. Über einen Kommentar freue ich mich ebenfalls. Macht's gut, bis dahin, ciao.